Willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 19 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Das erste Spiel haben wir gewonnen, in der letzten Folge mit 3:1. Und wir haben Leihangebot für Philipp Menzel. Das nehmen wir doch mal an. Das Angebot ist 340.000. Verhandeln. Da verhandeln wir auf jeden Fall. Und da würde ich ein bisschen mehr rausbekommen. Neue Transfersumme. Machen wir 540 draus. Vierhundertvierzig. Na gut, kommt. Dann machen wir das so. So, und wir kümmern uns jetzt weiter um den Kader. Transferzentrale da. Und zwar. Um Martinez kümmern wir uns, oder ich weiß noch nicht ganz. Da vielleicht nehmen wir doch Martinez, oder? Kaufvorschlag. Ach so, er kann im Moment noch nicht. Okay, dann hat sich Martinez eh erledigt. Das heißt, Barco. Okay. Da gibt es auch eine Freigabesumme. Was ist denn mit Diaz? Okay, dann muss es Diaz sein. Zwei können wir noch nicht holen. Da gucken wir jetzt was. Manchester City. Pep Guardiola zu Gast. Spielertausch. Vielleicht sind sie ja bereit. Torhüter. Mittelfeldspieler. Da würde ich eigentlich ganz gerne Camacho abgeben, weil der ist mir schon zu alt irgendwie. Okay. Das hat gepasst. Ja, geil. Einfach Spielertausch mit Pep Guardiola gemacht. Akzeptieren. Auch akzeptieren. Das läuft ja hier wunderbar mit Diaz. Übergehen auf jeden Fall. Ja, direkt akzeptieren. Das war ja ein Schnäppchen. Aber jetzt brauchen wir auf jeden Fall ihn hier. Ah, okay, ausgeliehen, den können wir also auch nicht holen. Okay. Dann Nuno Barella. 21 und er ist 20. Den nehmen wir, glaube ich, ihn, weil er ist mehr einsetzbar. Kauf vorschlagen. Okay. Vielleicht kriegen wir einen günstiger. Wer weiß. Wenn nicht, dann warten wir eine Woche, weil es dann scheitert und holen wir uns ihn danach. Transfersumme.
wir nehmen erstmal 5 Millionen, ja? Sagen wir 6. Was? Wir hätten die noch günstiger bekommen können? Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte auch noch günstiger. Okay, das läuft ja im Moment alles wie geschmiert. Rotation. Einverstanden. 5 Jahre. Warum läuft das hier alles so gut? Ja, okay. Gegenangebot 4 Jahre. Okay. Freigabe soll übergehen. Freigabesumme ablehnen. Jo. Finanziellen. Bieten wir ihnen 30. Na gut, geben wir ihnen das, was er will. So. Damit hätten wir jetzt. Jetzt will ich vielleicht nur noch Torwart, Junior und Martinez bekommen. Mit wem fangen wir an? Wir fangen mit dem Torwart an. La Fonte. Kauf vorschlagen. Okay, wird sich nicht behandelt. Dann Damaruma. Geht auch nicht. Okay. Das wird schwer. Dann erstmal Martinez. Achso, das ging ja auch nicht, ne? Okay. Den können wir auch nicht verhandeln. Okay, das ändert jetzt ein bisschen die... die Situation. Was ist denn mit André Silva? Der ist auch verliehen. Oh Mann, was ist das denn? Wollen wir uns ihn direkt gönnen, den Junior? 46.000. Dann hätten wir einen Starspieler, Leute. Warte mal, wir gucken erst noch mal unseren Kader rein. Teamzentrale. Rechter Verteidiger. Innenverteidiger. Linker Verteidiger. Da sind wir erstmal gut. Stürmer haben wir halt nur 2, ne? Okay, die Marta ja auch noch linker Flügel, Diaz. Wollen wir uns ihn gönnen? Freunde, wollen wir uns ihm gönnen, diesen Diaz, den können wir auf jeden Fall zahlen. Was ist denn mit Barco? Da war auch noch was. Lafon können wir auch nicht. Okay. Wir machen es einfach. Und verhandeln.
Wir holen uns ihn, auf jeden Fall, doch. Akzeptieren. Gegenangebot. 5 Jahre. Okay, dann machen wir 4 Jahre. Freigabesumme ablehnen. Finanziellen. Wir geben ihn. Gehalt von 90.000 die Woche. Und das war natürlich viel zu viel. Egal, wir haben ihn, Freunde. Und damit sind unsere Transfers beendet. Wir haben nämlich kein Geld mehr. Abgelehnt. Leihangebot für Seguin. Hervorragende Jugendarbeit. Angebot annehmen. Gut. So, zentrales Mittelfeld. Udokai geht dafür raus. Rechtes Mittelfeld, Mimedi. Dafür kommt er. Und Tisserand spielt nur Linksverteidiger. Arnold Seguin. Da kommt auf jeden Fall Gilavogie. Seguin geht raus für Rex Bichai. Ja, schon Camacho ist jetzt ja weg. Rechtes Mittelfeld, rechts im zentrales Mittelfeld, linke Verteidiger, Sturm. Vielleicht zeigt mir noch auf jeden Fall noch ein Stürmer. Junior, wollen wir ihm direkt noch eine Chance geben? Für Rex Pichar, ja. Aber dann fehlt uns trotzdem noch ein zentrales Mittelfeld. Da sind wir irgendwie dünn besetzt, ne? Mittelfeldmäßig. Gilavogie, Arnold und das war's dann noch schon. Und dann kommt Alena. Mittelfeld müssen wir auf jeden Fall irgendwie noch was tun. Wobei, ne, da haben wir noch Rex Vichai. Eigentlich müsste das gehen, oder? So, Junior bringen wir im Moment noch nicht. Quatsch. Bearbeitung fortsetzen. Eckhaus hat mir irgendwie nicht gefallen. Der erstmal auf die Bank. Dann linkes Mittelfeld. Probieren vielleicht jetzt mal Stefaniak aus für Brekalo. Oder Entep. Brekalo hat mir nämlich überhaupt nicht gefallen. Und Entep in die Anfangs. Die neuen aber vielleicht auch mal testen. Junior kommt dann für Gerhard und Cessignon kommt dann für ihn. Jo, machen wir das so. Innenverteidigung. Knoche geht raus. Dafür kommt Tisserand. Wir sind fertig. Dann gibt es jetzt das nächste Spiel.
auswärts gegen heim. Jo. Oh, komm raus, komm raus, komm raus. Gut, gegen Leicester City geht's jetzt. Das wird Spaziergang. So, wir freuen uns auf das Gruppenspiel in diesem European International Turnier. Und diese beiden Teams, die wollen diesen Wettbewerb gewinnen. Die nehmen die Vorbereitung jetzt schon richtig ernst. Und auf heute heißt Fall. Es also Leicester City gegen den VfL Wolfsburg. Seitenwechsel. Da haben wir die Einblendung. William. So will Leicester City heute also loslegen. Gute Chance. Und der erste. Was für ein Schuss. Was für ein Traumtor, Freunde. Was für ein Traumtor. Gilavogi. Gilavogi, Freunde. Was, das will ich mir nochmal angucken. Was war das denn für ein Traumtor? Aus dieser Entfernung. William mit der Vorbereitung. Unglaublich, wie sie ihn da machen lassen, als wüssten sie nicht, dass er aus der Distanz gefährlich ist. Da alter Schwede, genau, guckt euch den an. Und voll abgezogen. Keine Chance für den Torhüter. Was hat der denn für eine Flugkurve? Und damit die Wolfsburger hier vorne. Und dieses Time-Finishes habe ich überhaupt nicht. Und Time-Finishes, ich kann das nicht aussprechen. Wie das genannt wird, das habe ich überhaupt nicht genutzt. Brighton. Und da ist der Ball wieder weg. Wenn wir gleich wieder so hoch gewinnen, ja, gegen City, dann muss ich leider auf Legende machen. Jetzt die Gelegenheit. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber und jetzt die Chance. Oh. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Arnold wieder. Die Führung weiter ausbauen, das ist ihr Ziel. Wäre gerade auch fast gelungen, aber das Alu stand im Weg. Albrighton. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Foul, okay. Wir sind noch früh im Spiel. Da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Ball kommt in den 16er. Kein schlechter Kopfball hier, aber trotzdem der Ball vorbei. Da war mehr drin. Er hat den Ball wohl nicht. Abschuss kassiert. Gilavogi. Brooks. Tisserand. Auf Entep. Entep. Roussillon. Schön gemacht, jetzt die Flanke. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Muss Einwurf geben. Maximilian Arnold. Ball kam gut, aber erstmal ist gute die Flanke, aber keiner kommt dran. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Maximilian Arnold. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Erste Erfolge hat Wolfsburg ja schon, aber so richtig zufrieden ist man dennoch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob die eigenen Ansprüche da nicht so klein. Er spielt den Steilpass. Didi. Schöne Aktion. Den gut Ball gemacht von Kastel. Nochmal zurück zu Wolfsburg. Wo siehst du die in den nächsten Jahren? Ganz schwierige Frage, Wolf. Ich glaube ja, das wissen sie in Wolfsburg selbst nicht. Probieren immer viel, dreht an der Schraube, dreht an der anderen Schraube und nichts bringt so richtig den gewünschten Erfolg. Ja, das stimmt. 2 Jahre Relegation, das war für uns natürlich, als ich bin Wolfsburg-Fan, ne? Für uns natürlich sie wollen nicht den Gegner so schön. Guter deswegen versuchen wir es hier besser zu machen. Er kann dazwischen gehen. Kurze Unterbrechung, so. Der Ball ist im Seitenaus. Okay, den Transfer, den wir getätigt haben mit Junior, ist natürlich mega unrealistisch. Aber wir sind ja hier in FIFA. Roussillon. Und ich spiele das so, wie ich das möchte. Ich spiele es halbwegs realistisch, ja. Gilavogi. Ja. Ich meine, VW hatte das Geld. Ich meine, so ganz unrealistisch in dieser Höhe ist der Transfer nicht. Gilavogi, zweite Reihe. Ja. Fest, das war wichtig. So, aber mal gucken. So, wir wechseln mal aus, 40. Minute. Gut.
Dann probieren wir jetzt mal Diaz. Kommt für Mali und er kommt für ein Tap. Zwei neue. Da lässt er sich weit zurückfallen. Will den Ball. Wolfsburg kommt über den Flügel. Das macht er gut. Das haben wir nicht gut gemacht. Wadi. Gesal. Didi. Pereira. Ja, Buchs ist langsam. Klasse. Ball sah vielversprechend aus. Toll abgefangen. Das wird gefährlich. Wadi. Oh, das war ein Fehler. Fehler von Tisserand. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Fehler von Tisserand. Der Diaz kommt. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Aus diesem Einwurf könnte jetzt eine Chance entstehen. Gila Vogi. Brahim Diaz. Maxim Arnold. Oh. Beide Teams waren in der ersten Hälfte erfolgreich. So, 1-1. Natürlich nicht so schönes Ergebnis, aber egal. Wir wechseln jetzt nochmal. Ja. Für Ginzek. Der Top-Transfer. Memedi für Steffen, der auch nichts so richtig gerissen hat. Und dann kommt er für Arnold. Haben wir noch einen? Nee. Es geht weiter im Gruppenspiel. Ist ja die zweite Partie heute. Klar, dass sie hier was mitnehmen wollen. Brahim Diaz. Mann. Diaz. Auf Memedi. Steil gespielt, gute Idee. Da können sie erstmal klären. Diaz. Oh. Der Schuss war nicht gut. Kein Problem für ihn. Schade. Carlos Alena. Amate. Jetzt wird's gefährlich. Gut gemacht. Abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Oh, Alena. Super dazwischen mit dem gegangen. Fehler. Da kommt der Schuss. Boah, war das knapp. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Da haut der ihn einfach rein. Der wäre fast dran gegangen. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Er hat den Ausgleich kurz vor der Pause gemacht. Gute Leistung. Ganz knappe Abseits. Nummer. Ich wollte aber eigentlich nicht, links rausspielen. Das Ding doch gleiche Höhe war. Aber na. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. So. Ryan Sessegnon. Auf Memedi, aber der kriegt er nicht. Aus, aber der Ball ist erstmal weg. Wir wechseln jetzt nochmal. Können wir nochmal wechseln? Ich glaube schon, oder? Yo, Rexby Jai für Gila Vogi. Und Klaus. Ja, Mann, können wir doch nichts machen. Es wird gleich gewechselt. Ja, der Trainer will noch mal ein wenig umbauen, will neue Impulse setzen. Schön gestört. So, Memedi. Oh, zu lange gewartet. Wir bleiben aber im Ballbesitz. Da kommt der Pass auf außen. Oh, fängt William. Nee, Diaz war das. Sorry. Didi. Wadi. Guter Pass. Keine gute Flanke. Spiel. Was? Er gibt ihn. Er gibt den Elfmeter. Wieso? Schon wieder Elfer gegen uns. Oh Gott. Na also, den Ball hat er jedenfalls nicht zuerst getroffen. Das zeigen diese Bilder dann na, doch relativ na deutlich. Ja, ne? Okay, Wadi, er guckt hier, nach links, das ne? Sehen wir ganz deutlich. Jo. Oh, was? Er macht den Elfer. Oh, ausgeguckt. Oh, jetzt Scheiße. Also Rückstand für den VfL Wolfsburg. So, offensiv, Leute. Das erste Mal, dass wir jetzt hier umstellen müssen. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg.
So, pressen. Gesal. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Sehr gut aufgepasst. Das ist gelb. Oh, mit der Aktion. Das ist gelb, Freunde, ja. Minimum. Jetzt muss er aufpassen. Er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung. Der Schiri stand gut. Der lange Ball auf. Hier deutet sich ein Wechsel an. Und den Wolf wird wohl bei der nächsten Junior, aber den kann er nicht bekommen. So, wir gehen jetzt auf ganz offensiv. Wissen wir. Brahim Diaz. Vardy. Pereira. So. Elvis Sexpijay. Oh. Wird das eine Torchance? Ist immer noch kein Klasse Foul. Technik. Al Brighton. Mist, Leute. Das war aber ein Foul. Und er pfeift. Freistoß. Jetzt soll die Führung verteidigt werden. Ein neuer Mann kommt in die Partie. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Gut aufgepasst. Da kommt er an den Ball. Lange geht's nicht mehr. Aber oh, jetzt kommt's aber wir kommen nicht nach vorne. Wir kommen nicht nach vorne, Leute. Klasse Seitenwechsel. Schöne Aktion. Brahim Diaz. Auf Junior. Und da ist der Ball wieder weg. Ja, gut gelöst die Situation hier vom Torhüter. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Didi. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Sie haben den Ball. Memedi. Nein. Oh, gut gegrätscht. Geht gut dazwischen. Weg und ist noch der Ball. Ein letzten Angriff. Nein, wir verlieren. Wir verlieren der das zweite Spiel. Ab, das war's. Die Defensive war der Schlüssel zum Erfolg. Absolut korrekt, Wolf. Die Abwehr hat einen richtig guten Job gemacht und der Sieg geht vollkommen in Ordnung. Wir verlieren das zweite Spiel, Freunde. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. So, Kopf hoch, weitermachen. Nichts verloren. Wir haben es auch in der eigenen Hand, auf jeden Fall. Wir haben es auf jeden Fall noch in der eigenen Hand. So, Freunde, die Folge ist vorbei. In der nächsten Folge gibt es das dritte Gruppenspiel. Und da müssen wir gewinnen. Ja, da müssen wir gewinnen. Bis zum nächsten Mal. Lasst eine Bewertung da. Und tschüss.